Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Bevor wir uns ja an das Minenbauen begeben, würde ich sagen, gucken wir erstmal, dass wir das Thema neue Playlists klären. Denn wir sind jetzt bei Folge 201. Was ich schon mega cool finde, aber es kommen auch ein paar Probleme mit sich. Kleinigkeiten. Aber sie sind da. Und zwar, Playlists auf YouTube gehen leider kaputt, wenn man sie zu groß macht. Also sie funktionieren noch und man kann sie auch angucken und so. Ja, ja. Trotzdem haben diese Playlists leider ein paar, ich nenne sie mal Bugs drin. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Playlist mit, sagen wir mal, 600 oder 2000 Liedern drin. Und ihr klickt jetzt irgendwie auf Shuffle, dass eine zufällige Reihenfolge aller Lieder erscheinen sollte. Dass ihr halt einfach zufällig eure Musik hört. Cool. Jetzt drückst du drauf und es kommt, sagen wir mal, Lied 512. Dann lädt er das zwar, erstellt aber trotzdem irgendwie keinen Shuffle, sondern, also schon irgendwie ja, aber nur von irgendwie 10 oder 20 Liedern und wiederholt diese 10, 20 Lieder in der gleichen Reihenfolge immer wieder. Also er hat irgendwie die Playlist zerhauen. Oder gleiche Prinzip, ihr macht das, es lädt 512, aber irgendwie hat deine Playlist rechts eine Anzeige, nur Lied, keine Ahnung, 140 bis 300? Und dann lädt es gar nicht weiter. Also irgendwie ist da auch ein Fehler dran. Und es gibt da so mehrere Kleinigkeiten. Die klingen erstmal harmlos. Aber es gibt halt auch Probleme, dass die Playlist nicht mehr richtig angezeigt wird, dass die Reihenfolge nicht stimmt, dass sie nicht richtig lädt. Oder vor allem auch so Kleinigkeiten wie, sagen wir, ich habe jetzt irgendwann 1000 Folgen zusammen. Ja, geil. Ne? Werde ich bestimmt noch irgendwann schaffen. Aber wenn dann 1000 Folgen da sind und du willst jetzt nach ganz unten scrollen. Ja, Junge, dann lädst du aber lange, weil der immer nur so 100 Videos vorlädt. Dann kannst du so lange runterscrollen, bis du bei dieser Folge bist, ist auch scheiße. Wenn du das jetzt aber in einem Tab speicherst, ja, und das gar nicht schließt, diesen Tab, und immer wieder da draufklickst, jedes Mal, wenn du einen PC startest oder was weiß ich nicht, ja, kann ja sein. Dann kann es genauso passieren, das habe ich zum Beispiel bei meiner Musikplaylist damals gehabt, dass er, ich sag mal, du guckst dann so 50 Stück am Stück an und irgendwann ist die Playlist so kaputt, dann kommt der PC nicht mehr drauf klar. Ich weiß nicht, was da passiert, aber dann stürzt der Browser irgendwie, also nicht ab, aber er wird sehr langsam, was total komisch ist. Wahrscheinlich irgendwie zu großer Speicheraufwand, was auch irgendwie komisch ist, weil, ach, ist, man muss es selber immer erlebt haben, so eine Playlist, um zu verstehen, warum die so kaputt sind. Oder was ich meine. Um das Ganze aber zu verhindern, habe ich mir überlegt, werde ich die ganzen Sachen mit Factorio alles in 200 Folgen Playlists machen und diese Playlists zusammenbündeln. Das zeige ich mir eben ganz kurz hier. Mhm, stark. Warte, ich habe das irgendwo gespeichert. Ihr könnt gerne gucken, hier wird nichts bei euch beistehen, was irgendwie interessant für euch ist. Tja, aufgepasst. Und zwar habe ich einmal hier, ja, das ist jetzt einmal die YouTube-Übersicht, deswegen war hier oben und unten auch ein schwarzer Rand, ne, wegen geheimen Informationen. Nein, es ist einfach nur die Taskleiste und hier oben halt meine Favoritenleiste und so weiter. Und sind wir mal ganz ehrlich, die geht eigentlich keinem was an. Weil es sind halt Sachen mit der Hochschule drin, da sind Sachen mit meinem Job drin, bla bla bla, das gehört hier nicht rein. Auf jeden Fall wird das Ganze jetzt hier in der Übersicht auch ein bisschen anders aussehen. Ich meine, ihr geht jetzt hier drauf, ne, seht Übersicht, Videos, Playlists und so weiter. Drückst du jetzt zum Beispiel irgendwie auf Kanalinfo, bla bla, dann ist alles uninteressant. Junge, Junge, 57.000 Aufrufe? Das sind eigentlich 64.000. Ach nee, ich habe Videos auf privat. Haha, siehst du? Egal, Playlists. Ihr seht hier, da ist einiges, ne? Gespeicherte Playlist, da habe ich Bardcore, Intros, bla bla bla. Bei euch steht halt euer Zeug da, ja? Das sind so Sachen, die gefallen mir. Hier zum Beispiel auch Videos, die ich mag. Jetzt gerade gucke ich auch Seven vs. Wild ganz gerne. Super Projekt. Aber da stehen auch eigene Playlists für euch. Und jetzt wird's interessant. Hier stehen nur die neuesten, die halt aktualisiert wurden. Deswegen stehen die auch alle ganz vorne. Problem ist aber, wenn ich jetzt eine Playlist habe bei Factorio und das ist jetzt die vierte, dann sind die alten Playlists sehr weit weg. Du könntest natürlich jetzt irgendwie hingehen und meine Playlist auf alle Playlists irgendwie angucken, bla bla bla. Mache ich jetzt mal nicht, weil da noch ein paar andere bei sind, die auch privat sind. Oder du gehst halt einfach bei Videos jedes Mal hin, klickst das neueste Video halt einzeln an. Kannst du auch machen, ne? Ich meine, bei den vielen Projekten, die ich habe, ist das natürlich auch keine so schlechte Idee, ne? Gerade bei sowas wie, keine Ahnung, Age of Empires, was einmal in der Woche kommt. Da lohnt es sich vor allem, lieber hier drüber zu gehen. Aber Factorio kommt ja dreimal die Woche. Ja, da wird es ein bisschen schwieriger.
Kannst du natürlich auch machen, aber ist ja auch doof. Speichere ich lieber die Playlist ab und dann war es das. Und die fasse ich für euch zusammen. Und zwar unter der Übersicht. Auf der Übersicht habe ich ja generell jetzt schon mal das so gemacht, dass hier ganz oben immer die neuesten Uploads stehen. Macht es also ein bisschen einfacher für euch, müsst ihr nicht darauf drücken. Darunter stehen die Hauptvideos, 15 Uhr. Da steht tatsächlich nur das Zeug drin, was auch das, was endlich ist. Also das Hauptvideo halt hier mit drin hat, ja, bla bla. Da seht ihr jetzt halt hier auch deine richtigen Reihenfolge. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Beziehungsweise ist halt Dark Souls Remastered, läuft jetzt noch aus. Das gehört eigentlich nicht mehr wirklich richtig rein. Da sind jetzt die letzten Folgen im Laufen. Oder wenn das hier rauskommt, sogar schon fertig. Darunter sind die Nebenvideos, also 16 und 17 Uhr. Das wären dann Factorio, Anno und League of Legends, wobei League of Legends jetzt gerade pausiert ist wegen Stress. Ja? Und dann steht darunter noch kürzlich abgeschlossene Projekte. Das sind halt Projekte, die ich halt offensichtlich vor kurzem abgeschlossen habe. Dieses kurz beinhaltet aber nicht kurz im Sinne von, jo, das ist wirklich im letzten Monat passiert, sondern das sind dann halt die letzten 6 Projekte. In dem Fall ist es halt Prison Architect, Warzone, Hitman, Assassin's Creed und Valhalla. Und Cyberpunk, lol. Darunter noch besondere Projekte, die einfach so unregelmäßig kommen, dass ich sie lieber hier noch mit in Übersicht dran haben wollte. Einfach weil, sonst findet man die nie wieder. Da sind zum Beispiel besondere Videos. Ich dachte mir schon, dass das passiert. Gehen wir mal so auf die Playlist drauf. Ja, das sollte er natürlich nicht tun. Da stehen dann halt die ganzen Videos drin, die einen sehr großen oder besonderen Aufwand hatten. Ja? Oder die... Keine Ahnung, entweder mit einer sehr großen Kooperation, wie bei A Tale of Paper, was mir sehr gut gefällt. Oder Videos, wo ich halt das, keine Ahnung, das erste Mal mit einem Voice-Over-Sprecher gearbeitet habe, wie zum Beispiel hier bei dem hier. Ja, das war noch das ganz alte Intro. Junge, Junge, das war kacke. Da hat er dann hier so einen schönen Caps Lock geschrieben und Fischen. Ja, bla bla bla, das nicht. Sondern hier, da habe ich extra einen Synchronsprecher sogar, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ja. Ich guck's euch an. Das sind so Videos, die sind für mich besonders, weißt du? Jetzt lädt's nicht. Lol. Willkommen zur Karte Die Maschine. Am besten fangt ihr immer mit dem Strom an. Ja? Dazu kauft ihr einfach die Tür rechts neben der Werkbank für 750 Punkte, die Treppe nach oben für 1000 Punkte, die Wand zur Ab... Und in dem Fall zum Beispiel habe ich gearbeitet mit dem guten Flux. Den habe ich auch hier verlinkt, den könnt ihr euch gerne angucken, weißt du? Und das sind halt Sachen, ihr seht ja auch schon alleine über den ganzen Sachen, die ich hier verlinkt habe und alle Zeitstempel. Das war eine Menge Arbeit. Und das sind Sachen, da bin ich sehr stolz drauf, deswegen will ich die auch gerne hier so drin haben. Und dafür ist die Playlist da. Da sind auch so Sachen drin wie Anno, wo ich halt mit dem Designer die große Insel Crown Falls halt in einer Timelapse zusammengebaut hatte. Und guckt euch das mal an, das ist eins der Videos, die bei mir am besten laufen. 2200 Aufrufe. Likes, Dislikes sind auch sehr gut, finde ich. Und, naja, das sind halt Sachen, die dauern Dutzende oder Hunderte Stunden. Ne? Ist ja auch egal. Nur, dass jetzt mal, ja, okay. Nein, ich kann nicht zurückgehen, habe ich geschlossen. So. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich wollte es nur mal gezeigt haben. Da könnt ihr auch mal reingucken. Das sind so, ich sag mal, die Höhepunkte meines Schnittstils gewesen, ja. Auch sowas hier wie Payday 2. Das ist noch mitunter das krasseste Projekt überhaupt auf meinem Kanal eigentlich. Wo ich aber leider gerade nicht zu kommen, das fertig zu machen. Weil es halt auch 100 Videos sind. Naja. Auf jeden Fall werde ich hier noch einen neuen Reiter einfügen, indem ich die Nebenvideoprojekte aufsplitte. In Factorio, Anno und League of Legends. Also hier sind die Hauptvideos. Und hier sind dann einfach die einzelnen Nebenvideos aufgelistet, weil auch Anno wird bald über 200 Folgen kommen und dann ist es halt schöner, wenn alles gebündelt ist. Finde ich. Das heißt also, wenn ihr was sucht, am besten einfach auf die Übersicht klicken, da sind sie alle aufgelistet. So, das haben wir jetzt. Das ist gut. Gehen wir zurück ins Spiel, machen ganz kurz Factorio Ingame an, wechseln kurz die Ansicht und ich schließe das hier ganz kurz wieder. Das waren jetzt auch 9 bis 10 Minuten Erklärung, das passt perfekt. Dann wird die Folge heute 9 bis 10 Minuten länger. Ja, und wie ihr hört, ich habe ein bisschen neue Musik. Schön, ne? Gut, Minen wollte ich setzen. Ganz viele Minen, die ich hier habe, die brauche ich nicht mehr. Das auch erstmal nicht. So, wie machen wir es denn am besten?
Weil wir müssen dann ja schon irgendwie ein Raster aufbauen. Theoretisch kann der mich bis da oben hin. Also wir können ja eigentlich ein riesen Minenfeld aufbauen. Ganz wichtig finde ich aber auch, habe ich hier schon eingestellt, was da mit Robotern getragen wird? Ja, so ist an. Okay. Hatte ich. Genau, warte, ich muss mal noch mal ganz kurz kontrollieren, nur um ganz sicher zu gehen. Das sind ja immer 4 Slots, ne? Also 4. Das sind schon mal 20. Also 10 Items, sorry, mein Fehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier hinten sind nochmal 2 Vierer, das sind dann die beiden. Das würde schon mal perfekt passen. Und hier links hatte ich dann die Munition mit reingepackt. Genau, weil die hatte ich jetzt von da nach da gepackt. Richtig. Und wo hatte ich jetzt hier hingesetzt, wo ist jetzt hier der Minen-Dude? Da. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Weil eine Sache finde ich daran gerade ein bisschen komisch. Ich habe mich vergessen, wo ich die anderen Maschinen stehen hatte. Oder hatte ich da noch... Warte mal, wie war das denn nochmal? Hatte ich da... Bei den anderen... In der Haltestelle da so ein... dran gedacht? Ach nee, genau, ich habe beide außen dazu gepackt. Genau. Hier waren Minen drin und was war hier? Die Tore. Genau. So ein Ding war das nämlich. Ich habe beide hinzugefügt. Stimmt, weil vorher hatte ich mich hier in den letzten 8 einfach die Munition drin gehabt. Ja. Ich muss nur mal ganz kurz, weil das fehlt immer so ein bisschen, man muss ab und zu wieder ein bisschen drauf kommen. Liegt ein bisschen daran, ich würde gerne eigentlich in einer Tour solche Sachen hier aufnehmen, aber da ich halt, rein vom Wochenrhythmus her immer, ich sag jetzt mal auf sehr gut Deutsch, ich bin hart gefickt, ja? Also kann man nicht anders sagen, leider. Tut mir leid, aber holy shit. Ihr müsst euch mal vorstellen, Montag ist meistens die Zeit, in der ich sehr, sehr viel für die Uni machen muss. Das heißt also, die ganzen Praktika bearbeiten und generell lernen. Also ist halt so mein, ich sag mal, Fokustag aufs Studium. Dienstag lange Vorlesung, Donnerstag lange Vorlesung, Mittwoch habe ich meistens Praktika oder ein bisschen Zeit für was anderes. Da nehme ich meistens auch auf. Oder so wie heute, Dienstagabend um 22.30 Uhr. Ne? Oder, ganz schwierig wird es halt, wenn es Richtung Wochenende geht, weil da arbeite ich. Ja, das heißt, auch wenn ich es wollen würde, komme ich leider nicht so wirklich dazu, in einer Tour das zu spielen. Das ist ein bisschen doof. Egal, da will ich jetzt auch nicht zu sprechen kommen. Auf jeden Fall können wir Minen setzen, das ist schon mal sehr gut. Nur wo setzen wir die, ist die Frage. Weil ich würde die gerne auf bestimmten Plätzen setzen, um da jetzt nicht irgendwie zu verkacken. Es bietet sich an, das im Raster zu bauen, dass es einigermaßen ordentlich aussieht. So, dass die beiden sich am besten nicht berühren hier. Oder? Wobei, ist egal. Ich meine damit die Segmente, wenn ich jetzt hier das Segment ranbaue, wäre natürlich doof, wenn die Minen so stehen. Aber ist eigentlich egal, oder? Nee, das versuchen wir zu verhindern. Machen wir hier hin. Und so, dann war dazwischen 2. Wenn hier auch 2, dann könnte mich da das nächste sein. Okay. Immer 2 dazwischen. Das würde hier auch perfekt gehen. Das heißt, das nächste wäre dann da. Das wäre schon mal super. Dann gehen wir 1, 2 nach oben, 1 nach da. So. Dann wieder 1, 2, so. Und so weiter. Und das würden wir jetzt ein paar Mal wiederholen. Eins, zwei, so. Damit wir 6 Stück haben. Weil der hier müsste es eigentlich hinkriegen, bis da oben hinzufliegen, siehst du? Dann haben wir 6 Minen rein, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Müsste jetzt nur noch Minen statt Dings setzen. Das heißt, das hier... Nein, nicht so. Das löschen wir einmal. Hm? Achso, ich hab die Roboter aus, lol. Das ist natürlich jetzt richtig dumm. Ich hätte die, ich hätte die manuell abbauen sollen. Ja, kriegen wir... Nee, warte, das kriegen wir hin. Alles gut. Einsammeln. Kurz wieder hier alle reinkommen. Ausmachen. Er hat sich natürlich nur die kopiert wegen Ausschneiden. Stark.
Machen wir auch so, damit wir da unten auch zwei Abstand haben. Ja, war ja natürlich stark. Warte. So. So ist gut, ne? Ja. So, jetzt haben wir nur noch so, und den machen wir weg. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 rein. So ist auch schön. Und da setze ich jetzt über eine Mine drauf. Zack. Zack. Ich weiß, das kann jetzt natürlich dauern. Ist aber egal. Hauptsache, wir haben die. Lösen die bei mir eigentlich auch aus? Ja, nee, oder? Nee. Das wäre super krass. Stell dir vor, du läufst so drüber, so aus Versehen, bumm, tot. Wäre halt mega ärgerlich, ne? Ach, und noch eine neue Änderung übrigens, ne? Ich werde ab jetzt auch die Factorio Thumbnails an die Folgen anpassen. Ist ein bisschen anstrengender, aber da das mit den anderen Projekten so gut funktioniert, meiner Meinung nach, werde ich es ja auch machen. Und zwar werden die Thumbnails immer das darstellen, was ich in der Folge mache. Ist ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht genau weiß, wie die aussehen. Aber da überlege ich mir noch was. Das ist doch ein schickes Design, oder nicht? Ist auf jeden Fall Minenfeld jetzt. Wo die langlaufen, gehittet werden. Nur hier nicht. Das ist egal. Wobei, doch, die werden immer ein bisschen schräg laufen oder sonst was. Das ist gut. So, jetzt bin ich aber richtig klug. Und speichern wir die. Stark, oder? Minenfeld. Nur für gleich. So, da braucht man natürlich keinen Untergrund für, wäre auch ein bisschen sinnlos, ne? Das war das gerade Stück. Oh, jetzt wird's natürlich ein bisschen scheiße. Wir müssen jetzt die auch noch wieder anpassen, ne? Bei den ganzen anderen Sachen. Egal, kriegen wir hin. Ja, müssen wir jetzt tatsächlich die anpassen, ne? Ja, wobei, die Kurve können wir eh nicht wirklich machen, weil da gibt's keine Minen davor. Aber wir müssen trotzdem leider den Rest anpassen. Das geht gar nicht anders. Das ist jetzt belastend. Okay, hat er das jetzt? Hat er. Lol, da fliegen sie schon. So, Lampen haben wir auch. Rohre fehlen noch ein paar. Da habe ich, glaube ich, keine mehr hier. Habe ich sie hier? Ne, auch kein einziges mehr. Da habe ich ja alle benutzt da rechts. Oh, Leute, ich habe echt eine Rohre. Hm, schön. Aber Fließbänder und sowas sind gar nicht mehr. Naja. Was mich jetzt nur ein bisschen stört ist. Ich muss die beiden Stationen anpassen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Außer das hier rüber zu kopieren. Geht das? Probier es mal aus. Wo ist Munition? 8 habe ich da eingestellt. Was habe ich da eingestellt? 8. Ja, das ist natürlich auch 8.
klar. Da müsste ich eigentlich noch die Kisten anpassen, ne? Wenn ich jetzt die Kiste kopiere, geht das denn auch? LOL! Tatsache! 500, 500? Oh, man kann die Kisten auch überschreiben, ist natürlich schön. Sehr nice. Ich glaube, das war's dann auch schon mit dem hier. Ja, nice. Ja, können wir genauso wieder übernehmen. Und haben die jetzt dabei. Ich hoffe, es funktioniert auch und dass er jetzt da nichts irgendwie umgestellt hat. Aber müsste er eigentlich genau übernommen haben, oder? Stark. Dann geht es ein bisschen einfacher, als ich mir vorgestellt hatte. Das ist auch gut so. Ach komm, echt jetzt den Boden kannst du auch noch ruhig mitnehmen hier. Wo kommen wir denn da hin? Da habe ich keinen Platz für. Ja, weiß ich doch. Sammeln, Jungs. Noch mehr sammeln. Was hast du denn außer Reichweite, du Arsch? So, Außenkurve. Da wird es natürlich jetzt ein bisschen kompliziert mit dem Minen, aber kriegen wir hin. So. Hier gibt es aber keine Lieferung, ne? Nur die Kisten. Genau. Da haben wir die 500 Roboter jeweils. Super. Das ist cool, dass man das kopieren kann. Das gefällt mir sehr gut. Spart Zeit. Und Nerven. So, Minenfeld. Ich glaube, ich setze den ersten. Mal kurz daneben. Warte. Das wäre da. Ach, war ja genau falsch rum, lol. So, und den da hinsetzen. So ist gut. Dass wir nämlich die Minen genau da hinsetzen können. Okay, haben wir. So. Haben wir die schon mal platziert? Gehen noch ganz kurz nach da. Warte, die müssen nur übereinander stehen. Hier geht's doch nicht. Jetzt kriegst du nicht hin, oder was? Lol. So rum vielleicht? Als ob. Egal, müssen wir es hier halt auch nochmal machen. Habe ich wohl irgendwas falsch gemacht? Kein Plan. Eins, zwei, da. Das wäre dann so. Das geht ja tatsächlich nicht mehr, ne? Ich hätte das da unten gerade eben blau hingekriegt. Wie lucky war ich? Da, da, da. Boah, aber ganz schön knapp drauf, ne? Egal, also ich meine mit diesem blauen Punkt so. Ganz schön krass. So, wie machen wir es jetzt hier am besten? Einfach einen nach innen rutschen, so ist es zu nah an der Mauer, meiner Meinung nach. Nee, so gefällt mir es eigentlich jetzt nicht so gut. Die setzen wir manuell. So komplett nach Freigefühl, so. 4 2 3 4.
Oder warte mal, hier ist die Mitte, ne? Wenn da die Mitte ist, müssen die ein bisschen angepasst werden. Dann machen wir hier vor der Mauer und einen nach unten. Wobei, nee, doch genau vor der Mauer einen. Aber halt ein bisschen weiter innen. Also hier. Den setzen wir dann hier schräg an der Kante. Das heißt, bei dem Stück da schräg an der Kante. Dann genau dazwischen. Und noch einen mittig dazwischen. So. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann jeweils noch einen daneben. Oder bist du genau dazwischen? Gott sei Dank muss ich es nur einmal machen, ey. Warte. Wobei, das machen wir ein bisschen anders. Den setzen wir so, dass wir bei Mitte auch wieder bei der Mitte anfangen. Und zwar in beide Richtungen. Und dann doch mal dazwischen bleiben. Und den hier so ungefähr davor setzen. So. Oben habe ich jetzt 1, 2, 3, 4 und hier habe ich 1, 2, 3, 4. Ja, geht schon, ne? So, dazwischen dann nochmal. Da erkennt man so viel, es ist so schön. So, hier dazwischen auch nochmal. Ich erkenne es übrigens genauso wenig wie ihr, also alles kein Problem hier, ne? Müssen wir halt mal durch. Deswegen sind diese Untergründe dieser Nester auch einfach beschissen. Du erkennst... Oh Gott, einfach nichts. Ja, okay, die Kurve geht doch einfacher als gedacht. Oh geil, nachts und dann auch jetzt ohne was zu sehen. Stark. Ich glaube, da ist es die Mitte. Aber du erkennst ja auch wirklich nichts, ne? Schwierig. So. Und dazwischen nochmal, wo die Lücken groß aussehen. Um das ein bisschen zu randomisieren. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Dichte der Minen ist nur ein bisschen weniger hier. Egal, sieht trotzdem ganz gut aus. Speichern wir. Ja, ist doch eigentlich fein, oder? Wie viel Minen? 168, ja moin. Krass. Ja komm, haut rein, Jungs. Hier muss man da nicht machen. Hier ist sogar noch einfacher, weil wir hier quasi gar nichts machen müssen. Weil da gibt es ja keine Minen. Ich glaube, den können wir auch sein lassen, weil es gibt hier keine Minen. Weil, wo willst du die hinsetzen? Auf die Schienen? Ist ja auch doof. Nee, das Schienensegment, so können wir nicht lassen. Doch, ist gut. Und das Tor könnte welche haben, aber ich würde am Eingangstor bitte keine Minen liegen haben. Irgendwie finde ich das irgendwie ein bisschen komisch sonst. Ja, die letzten beiden brauchen keine. Dann sind wir schon fertig. Cool. Krass. Oder war es eigentlich ganz einfach? Ja, ja, ich weiß, dass ich voll bin. Also rein vom Platz her ist das ganz schön belastend. Ich habe hier echt kaum Platz. Warte. Jetzt habe ich Platz. Das reicht. Einsammeln, Jungs! So, habe ich alles? Gut, den Schritt haben wir.
Jetzt könnten wir ganz kurz hier das reinpacken. Waren genau 2,90 witzigerweise. Hier das da. Da das da. Da das da. Da das da. Ah ne, es war hier. So. Ja, mir fehlt ein bisschen Platz. Das ist kein Problem. Habe ich hier. Packen wir die Rohre da rein, würde ich sagen. Zack, haben wir's. Ist nur die Frage. Und das liegt jetzt eigentlich so ein mittelmäßiges Ding. Da habe ich mich schwer getan, das mit reinzunehmen. Hier, Now von. Einfach nur Epidemic Sound. Ja, Fand ich schwierig, die Entscheidung tatsächlich. So, nächster Schritt wäre mich jetzt hier. Weil wir haben jetzt ja geschafft, diesen Schritt da mit dem Strom abzuschließen. Was fantastisch ist. Ja. Weil wir jetzt hier genau wissen, wie viel Platz wir benötigen. Wir wissen ganz genau, wie weit wir raus müssen. Und wir wissen auf jeden Fall, dass die Mauer hier für einen Arsch ist. Die müssen wir auch noch irgendwann austauschen. Aber noch hält sie uns halt hier gut am Leben. Deswegen lassen wir sie erstmal stehen. Und bevor ich die umtausche, müssen wir erstmal die andere Produktion laufen kriegen. Weil die basiert schon sehr... Also ich meine, die Verteidigung hier basiert schon wirklich sehr stark darauf, dass wir Munition und vor allem auch irgendeinen Brennstoff drin haben. Da Munition nur so ein zweitrangiges Thema ist bei der Verteidigung, meiner Meinung nach. Und am Anfang hier so Laser und Feuer definitiv reicht, würde ich zumindest aber gerne die Ölproduktion vorher anschmeißen, habe ich mir überlegt. Also ich würde gerne als nächstes gucken, dass ich die Ölproduktion zum Laufen kriege und von da aus dann weiter zu den eigentlich Schaltkreisen gehe, aber ich bezweifle, dass der Platz hier reichen wird. Deswegen muss ich dann nochmal gucken, wie wir das genau am besten machen, aber erstmal würde ich sagen, machen wir die Ölproduktion. Ich denke mal, das ist am klügsten. So meiner Meinung nach jetzt zumindest. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Nutzen ganz kurz das hier. Ah, hier ist jetzt Ende. Warte. Ja, mach das mal ganz kurz leer, ist eine gute Idee. Ich sehe alles gelbes Fließband. Ey, Uran in der Nacht sieht einfach geil aus, ne? Hier. Mega. So, da fließt es auch schon weg und zack, sind wir leer. Weil, dann haben wir noch ein zweites Problem gelöst. Weil wenn das hier nicht mehr kommt, ja, und wir das Eisen hier auch schon mal, also diese Linie davon weg haben, haben wir ein weiteres Thema aus dieser Weltgeschichte hier entfernt. Das wäre dann das da. Noch eben lösen. Ja, ganz viele Eisenplatten, das ist auch ganz nett. Weiß ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Aber naja. So, die sind jetzt auch leer. Und jetzt können wir nämlich hier wieder etwas nach oben gehen und bis hierhin schon mal abkappen. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Eisen ist. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich könnte höchstens das Eisen ganz kurz wiederverwerten, indem ich das hier in die Maschine wo reinstopfe. Weil ich jetzt gerade im Moment nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Lol. Oh, die verballern das aber ganz schön gut, du. Holy shit. Ja, Munition halt, ne? So, dann nehme ich das weg. Und jetzt können wir nämlich die Dinger hier auch mal ein bisschen leerer machen. Weil hier haben wir noch so viel Bullshit drin. Können wir die nutzen? Bietet sich doch an, oder nicht? Okay, da war irgendwie eine Linie, die nicht funktioniert hatte. Ganz komisch. Naja. Und dann haben wir die Fließbänder auch schon mal zumindest vorerst ein bisschen benutzt. So, haben wir. Die nächsten leer machen. Dann sind die mich auch alle durch. Da ich hier schon rote Kisten im Winter habe, kann ich die auch wieder alle mitnehmen. Ne, so rum. Okay, ich mache jetzt zum besten mal das hier mit. So. Haben die auch zusammengefasst, das ist gut. Wobei, die Greifen kann ich noch mitnehmen. Und schon haben wir wieder ein Stückchen gewonnen hier. Am Platz. Also zurückgewonnen, hatten wir ja schon. Ja, guck mal, vor allem die Fließbänder, ja, haben gerade mal für dieses Stück gereicht. Aber ich wollte das jetzt haben, um zumindest hier den Part abzudecken. Wo wir jetzt gleich noch
hinbauen. Das heißt, ich gehe mit auch runter bis zu meiner Produktion. Ich nehme mir also jetzt dieses Ding hier und laufe ganz kurz bis zumindest zu meinem Ölfeld hier. So. Dass ich zumindest weiß, wo... Lol. Okay, warum hat das hier nicht geklappt? Egal. Dass ich zumindest weiß, bis wohin wir mit dem Öl bauen können, bevor wir auf eine Wand stoßen. Ah, ich bin zu schnell. Was ist das? Ein bisschen zu langsam, warte. Also ich zumindest weiß, wo ungefähr ich hier bin, weißt du? So, vor allem hat sich eine Sache geändert in dieser ganzen Geschichte. Da ich jetzt hier mit Wasseraufschüttung arbeite, ja, hier, gibt es da eine einzige Sache, die sich in meiner ganzen Planung jetzt auf den Kopf dreht. Ist ein bisschen ärgerlich. Weil das jetzt alles ein bisschen ändert. Und das ist das zweite Tanksystem hier oben. Weil hier komme ich doch gar nicht mehr hin mit Wasser. Da gibt es jetzt aber allerdings eine Lösung. Und zwar habe ich mir überlegt, könnten wir die Schwefelsäure dahin packen. Weil ursprünglich war geplant, dass ich sage, okay, hier ist Input und irgendwann machen wir vielleicht hier oder da ganz unten oder irgendwo, das wusste ich dann noch nicht, ein Output, wo wir zumindest Schwefelsäure haben. Weil die muss hier exportiert werden für, dürft ihr nicht vergessen, das Jute-Uranerz. Ja? Das brauchen wir ja, weiß ich gar nicht, ob das hier angezeigt wird, dass wir, wenn wir Uran ernten, wird das gezeigt irgendwo? Nee, ne? Aber da muss ja zumindest hier, da muss auf jeden Fall Schwefelsäure rein, ja? Das heißt, wir brauchen eine Flüssigkeit dafür. Das habe ich in meiner Liste stehen. Dann nehme ich euch ganz kurz mit. Das wäre... Scheiße, ich weiß nicht, welches davon. Das ist alles sehen. Das ist das hier, glaube ich. Ja, oh Gott sei Dank. Ich muss nichts rauszensieren. Ja, schön. Okay, auf jeden Fall haben wir irgendwo Schwefelsäure stehen. Bei dem Dingen hier steht Uran. Schwefelsäure brauchen wir. Das sind natürlich jetzt keine Fließbänder, sondern das, was an Flüssigkeit reinläuft. Da brauchen wir 928 für das aktuelle Uran. Also so knapp 1000, ja? Wir wissen, dass wenn ich jetzt hier oben Wasser habe, dass das halt darauf ausgelegt war, irgendwie mit der Zahl hier unten habe ich das gerechnet, aber die habe ich gelöscht gehabt. Ist auch egal. Egal wie, ja? Wir rechnen ja mit 1000 Flüssigkeit pro 200 Rohre war es, glaube ich, ne? Genau, weil hier 16, 16.000, da war 1 wegen 400. Hier sind es 9, weil es knapp über 8.000 ist. 1 wegen 500. 19, weil es über 18.000 ist. Also es sind halt Tausender. Heißt 1.000 Flüssigkeit, 200 Rohre. Da das hier auf knapp 1.000 Schwefelsäure hinausläuft, wäre natürlich auch die Überlegung, dass wir dafür ein Rohr benötigen, das dahin transportiert wird. Mein Problem ist, ich habe definitiv mehr als ein Rohr hier oben. Und das macht es jetzt ein bisschen komplizierter. Ich habe hier damals, anders gesagt, nicht... Ja, ich habe im Prinzip zu viel eingeplant. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, eigentlich kreuzt es ja nur diesen Hauptstrang hier, den wir einfach wieder normal bauen können, weil es sind ja nur diese paar Teile hier. Und dann entfernen wir einfach ein, zwei davon. Weil noch sind die ja nirgendwo angeschlossen, weil die Rohrsysteme sind ja... Warte, zeige ich nochmal ganz kurz. Die sind ja im Innersten, das heißt, da verlieren wir nichts am vorher geplanten Platz. Lass mal ganz kurz gucken, wie viel wir an Öl dadurch transportieren nochmal. Dann brauche ich auch nicht darauf zu überlegen, welches davon welches ist. Öl war nämlich... Ja, eine Haltestelle ist schön. Wie viele Rohre waren das denn? Stand das nicht irgendwo? Da war es, glaube ich, ne? Genau, 16. 16 waren das. Das heißt, es sind 8 pro Seite gewesen. Das war das hier, also was, sogar das, was innen liegt, noch, also ich meine, in dem Fall außen, aber halt näher zu den Fließbändern, ja? Also sehr praktisch. Das heißt, wir müssen nur davon was entfernen und hiervon was entfernen. Das macht es auch ein bisschen entspannter, weil wir das ja nicht über die Ecke haben. Dann wird das sogar ein bisschen schöner. Das ist gut. Das heißt, wir brauchen nur 8 Stück insgesamt. Und halt ein Rücklauf. Reicht ein Rücklauf denn, ist die Frage. Weil da tue ich mich jetzt noch ein bisschen schwer.
Komme ich mit einem Rücklauf wirklich klar? Weil ich meine, es sind 1000 Schwefelsäure, ja? Na, ist gut. Hier oben wurde ja auch ganz viel benötigt bei der Fließbandproduktion. Das war, glaube ich... Nee, es war Schmiermittel, egal. Brauchen wir aber auch einiges von. Ist aber auch nur ein Rohr, also alles egal. Wo war denn Schwefelsäure noch benötigt? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir mal ganz kurz nach. Wir haben 3000 insgesamt. Bei 128Y, das ist... Die Prozessoren waren das, genau. Die verbrauchen fast 1000. Die nehmen natürlich auch einen sehr großen Teil ein. Batterien waren das, was extrem viel benötigt, genau. Batterien haben das quasi leer gefressen hier. Stimmt. Also Batterien, Prozessoren und die Minen. Ansonsten nichts. Das heißt, das ist echt nur ein ein Rohr. Das ist ja eigentlich echt entspannt. Oh, da hat gerade das Spiel voll geleckt. Das war jetzt nicht bei euch lange schwarz, das war bei mir auch schwarz. Das hat einfach nur übelst lang geleckt gerade. Ich konnte nichts mehr klicken. Ich dachte, schon wieder abgestürzt. Ha. Apropos, das wäre ganz cool, wenn es nicht abstürzen würde. Ist zwar noch nie vorgekommen, aber man weiß ja nie. Das heißt, wir müssen hier was ändern. Also die Tanks und die Beladung lassen wir auf jeden Fall so, ne, weil die können sich ja trotzdem aber ruhig das Zeug wegsnacken. Wir müssen das Ganze drehen. Das ist nämlich kein Output, sondern ein Input jetzt. Das heißt, das müssen wir einmal alles umkehren. Das heißt, wir haben jetzt hier... Habe ich eigentlich schon benannt, die Station? Nee, ne? Boy Lucas Alvarez? Ich glaube nicht. Das wäre nämlich das hier gewesen. Was ist davon was? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war also Öl. Öl ist das innen. Genau. Und das hier ist das, was ein bisschen breiter ist. Das ist nämlich das, was draußen war. Das Ganze können wir jetzt so ein bisschen anpassen. Ist hoffentlich nicht so viel Arbeit. Aber unser Glück ist, dass das halt sehr weit außen ist. Aber, dass ich das ganz praktisch ist, machen wir das in der nächsten Folge. Deswegen danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.